spiele jetzt ein niederbayerisches gastronomisches Lied aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Das Lied vom Wirt und seinem Fass. Und zwar muss ich euch das Lied vorher erklären, sonst kennt ihr euch hinterher nicht aus. Das habe ich selber gemacht, das Lied, und habe mich am Anfang auch nicht ausgekannt. Es ist ein halbtragödisches, niederbayerisches, gastronomisches Lied mit einem Schuss Sex und einem Schuss Mystik. Das ist also ziemlich vollgepfropft. Und zwar ist es so, ein Wirt hat ein Fass im Keller drunten, da ein spezielles Spezialfass. Da war der Wein drin, der ihm für die Gäste zu schade war. Den hat er dann immer selber gesoffen. Und immer wenn er runtergekommen ist und von dem Fass saufen wollte, hat er festgestellt, dass das nur noch halb voll ist. Halb voll. Halb leer. Weil der Wirt war ein Pessimist. Deswegen ist auch das Lied halb tragödisch. Und dann hat er sofort seine Frau verdächtigt, dass die so sauft. Die hat auch wirklich so gesoffen und hat nun den Mann verdächtigt, dass der so sauft. Dann haben sie beide unabhängig voneinander gedacht, dass der Verdacht, den sie beide haben, dass der nur erdacht ist. Dass vielleicht das Fass irgendwo ein heimliches Loch hat. Neben dem natürlichen Loch noch ein heimliches. Nicht direkt daneben, da hätte man es ja gesehen. Aber sie haben also gedacht, dass das Fass irgendwo leckt. Weil wenn ein Fass ein Loch hat, dann leckt es. Ja. Und das ist die Mystik in dem Lied. Und dann kommt noch eine Magd mit drin vor im Lied. Mit einem super kurzen Mini-Dirndl. Auf die war der Wirt ganz gern bremsig gewesen. Das ist der Sex in dem Lied. D-Dur. Das Lied ist nicht so besonders. Der Wirt, der hat eine junge Magd, die ist recht lieb und schön. Er hat sie oft im Stillen denkt, auf die da da die steh. Er hätte sie auch ganz gern verführt, aber sie hat sie sakrisch gewehrt. Sie hat gesagt, sie war ein brave Dirn und dass sie das nicht gehört. Sie hat gesagt, sie war ein brave Dirn und dass sie das nicht gehört. Was gehört? Also dem hat sie gesagt, kriegt sie einen Schädel wie hinten noch. Der Wirt hat auch im Keller drunter ein Fassel guten Wein. Da hat er ein bisschen gefeit, wann er wollte schenken ein. Die Wirtin denkt, das war der Mo, der denkt, das ist seine Frau. So haben sie alle zwei Gedanken gemacht, aber gewusst hat's keins genau. So haben sie alle zwei Gedanken gemacht, aber gewusst hat's keins genau. Da wär schlau. Das ist die Mystik. Der Wirt, der kommt einmal unverhofft in seinen Keller noch. Da trifft er drunter seine junge Magd, die sauft sie gerade noch. So sagt der Wirt, du bist der Dieb und saufst den Wein mir aus. Wann ich das meiner Frau verzeih, die jagt die aus dem Haus. Wann ich das meiner Frau verzeih, ja die schmeißt ihn aus und neues aus. Die Magd, die denkt, was mache ich nur, dass der der Frau nichts sagt. Ich hab das nämlich gar nicht gern, wer ich vom Hof verjagt. Und um die Sache zu vermeiden, da fällt ihr etwas ein. Sie sagt, komm her, Verführer du, ich bin auf ewig dein. Sie sagt, komm her, Verführer du, ich bin auf ewig dein, komm brich rein. Der Wirt, der bleibt mit seiner Magd im Keller 3-4 Stunden. Da schreit seine Frau von oben hinab, lieber Mo, treib's nicht so bunt. Der Wirt schreibt, Frau, jetzt weiß ich's gewiss, wo unser Fass ausgelaufen ist. Ich hab das Loch entdeckt, es war ganz gut versteckt. Ich hab das Loch entdeckt, es war ganz gut versteckt, das war verrückt. Verstopf's nur gut, schreit Wirtin drauf, bist doch ein gescheiter Mo. Ja, liebe Frau, sagt der Wirt, ich stopf so gut es kann. So ist die Sache ganz gut verlaufen, das Fass ist nicht mehr ausgelaufen und hat's einmal ein bisserl tropft, der Wirt, der hat sofort verstopft. Und hat's einmal ein bisserl tropft, der Wirt, der hat sofort verstopft.